Ich begrüße euch, mein Volk. Ja, Freunde, mein Name sei Lone Wolf und willkommen zu einer weiteren Folge von Second Life. Ja, wir sind wieder mal in einer Stadt, wieder mal ist die Stadt Mittelalter und die Stadt heißt Merelando. Und die ist auch deutschsprachig, also auf dieser Map redet man Deutsch. Und bevor wir zu der Stadt kommen, zu der Besichtigung, will ich euch etwas erzählen. Wieso sehe ich überhaupt so aus? Ich hatte früher, Brillen an und alles andere, aber nicht diese Sachen. Das Problem ist, bei dieser Stadt darf man nicht ganz normale Sachen anziehen, sondern man muss so einen Mittelalter-Style haben. Und sogar die Brillen haben sie mir abgenommen, beziehungsweise die haben mir gesagt, ich soll die abnehmen. Ich hatte gestern so kleine Probleme hier. Ich wollte schon gestern euch diese Map zeigen und wollte schon mit der Aufnahme beginnen. Da kam eine Elf. Ja, Freunde, in dieser Stadt leben Elfen, Zwergen, sogar die Drachen. Ja, und natürlich Menschen. Und ich habe mir dann umgehört. Hier gibt's folgende Regeln. Hier muss man so Mittelalter sein und in Rollenspielart, ja, zu spielen. Die spielen hier alle Rollenspielarten, mittelalterliches Rollenspiel. Ich zeige euch etwas, Freunde. Dafür muss ich nach hinten machen und ja, Freunde, hier Spiel Feuer 3. Das ist eine Art ja Rollenspiel hier. So, die reden sogar so komisch, ja, die habe ich so schwer verstanden. Auch wenn die Deutsch geredet haben. Und um diesen Spiel zu spielen, bieten die auch kostenlose RP-Hut, also zum Waffen benutzen. Hier kostenlose Sachen zum Anziehen, Freunde. Die Sachen habe ich jetzt an. Man könnte auch die hier kaufen, aber irgendwie als Lord fühle ich mich irgendwie viel, viel cooler. Dann freie AOE, hier bieten sie an, hier für die Frauen die Sachen. Ich muss sagen, hier gibt es so geile Lieder, wenn man die anschaltet. Ich habe aber Angst, dass YouTube Probleme macht. Und hier zum Beispiel die Waffen, hier frei Titor. Was das sein soll, hab keine Ahnung. Wer von euch das weiß, bitte in Kommentaren schreiben. So, hier, das sind die Hauptfiguren hier drin, also hier die Bosse sozusagen. Eine davon ist online und das macht mir ein bisschen Sorgen, dass die jetzt zu mir kommt und sagt, ja, hier und da und was weiß ich. Diese Map werde ich folgendes machen, Freunde. Die werde ich in zwei Folgen aufteilen, denn ich habe gehört, dass die Nachbarländer Krieg führen. Ja, so haben die mir erzählt, ja, man kann hier kämpfen, muss aber nicht, ja. Und die Nachbarländer, da wird auch sehr gerne gekämpft. Und die Nachbarländer werden wir in der nächsten Folge sehen, Freunde. Was noch ziemlich cool ist, dass hier nicht so leer ist. Guck mal das an. Hier stehen so ein paar LPCs rum, also Computer Leute, die nicht gesteuert werden, die stehen einfach dort rum. Was mir auch hier gefallen hat, ist dieser Schiff und der ist auch nicht gerade leer, Freunde. Denn wenn man ganz nah rankommt, sieht man hier einen Mann stehen. Hallo, mein Lord. Hehe. Überhaupt, diese Stadt bietet so viele Dinge. Ich habe ein bisschen umschauen können, bis einer kam und mit der Frage, was hast du denn auf deiner Nase? Und nicht Nase, hat er Nose oder so. Ich so, hä? Ich habe gar nicht verstanden, ja, was der meint. Dann habe ich mich angeguckt, habe gedacht, hey, was habe ich denn auf meiner Nase? Und dann hat er geschrieben, ja, so schwarzen Ding hast du auf deiner Nase. Dann habe ich begriffen, dass er meine Brille meint.
ja, und die müsste ich abnehmen, weil das nicht im Mittelalter gab, ja. Und hier ist total, also die Leute hier, die sind total fixiert auf dieses Mittelalter-RP. Ja, die spielen die Rollen so gut, dass normale Leute es gar nicht verstehen werden. Ah, irgendeiner schickt mir Freundschaftsanfrage. So, weil wir ja Halloween haben, hier. Auch was von Halloween-Style. Hier so kleine Esel. Hallo, mein Esel. Und ja, was gibt's hier noch? Ein Schmiede. Also eine Stadt ohne Schmiede ist keine Stadt. Ja, zumindest keine, die den Mittelalter tragen, den Namen Mittelalter tragen darf. So, ich gehe mal hoch. Oh. Ich spüre, dass einer schon hinter mir herkommt. Ich verstecke mich mal von dem. Raus da. Okay. Okay. Ich schaue mich nur um. Ich schaue mich nur um. Lass mich in Ruhe. Ich schaue mich nur um. Ja? Schau mich nur um. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Die lassen mich einfach keine Folge machen, ohne dass die gleich hier aufflippen. Aber die Stadt ist schön, muss ich sagen. Also. Die gefällt mir von optischen her. Guck mal das an. Hier stehen auch noch Leute. Dann hier Fischernetze. Fischernetze. Ich weiß nicht, was er da geschrieben hat. Ein kleiner Fischerboot hier. So. Wollen wir mal gucken, was er geschrieben hat. Die gehen mir voll auf die Nerven damit, echt jetzt. Also nicht nur, dass ich mich jetzt wie ein Depp hier angezogen habe. Ich will unbedingt euch diese Map zeigen, also muss ich an der Regeln mich halten. Es tut mir leid, Freunde, aber das regt voll auf, wenn man nicht das zeigen kann, wenn die Map schon offen ist. Es gibt, ja, wenn du kein Mitglied bist, darfst du nicht rein, Maps. Ja. Aber wenn die schon offen ist, tut mir leid, aber ich fühle mich hier so eingeschränkt von meinen, ja, was ich eigentlich machen könnte und möchte, ja, einfach umschauen und dann hier nicht in besetzten oder offenen Häuser, die genutzt werden. Da habe ich schon Verbot bekommen, in so eine Häuser reinzukommen. Mann, oh Mann, ey. Echt jetzt, was soll das denn? No Lifer. Es tut mir leid, aber das regt mich auf, Freunde. Also wenn ich schon nicht reingehen kann. Ja, das ist doch. Deswegen schreibe ich auch nicht, dass ich jetzt auf YouTube landet, weil ich habe Angst, dass sie mich gleich rauswerfen. Ne? Ich mache hier Werbung für diese. Ja, für diese Stadt und was machen die? Die beschimpfen mich noch. Tut mir leid, Freunde, aber irgendwie lassen sie mir keine Wahl. Also ich kann nur draußen bleiben. So. Mist. Echt jetzt. Das regt mich schon ein bisschen auf. Aber die Stadt ist schon geil, muss ich sagen. Hier noch ein Haus. Wollen wir mal. Wollen wir mal anschauen. Da, das ist der Spieler, einer der Spieler, sozusagen. Was ist hier?
ist das jetzt? Was ist das überhaupt? Ich glaube, das ist eine Taverne, aber ob ich da jetzt reingehen kann? Warte mal, das kommt gleich, was das sein soll. So, oder? Ja, es kommt, es kommt. Also das sind Schneidermeisterin. Da werden die Sachen produziert. Könnte schon mal angucken, aber der wird dann gleich rein, raus da. Wow, geil. Guck das an. Schon geil, ne? Ich bin ja schon draußen. So, Chuchu. So. Schneidermeisterin. Ist voll cool. Was ist hier? Was ist hier? Ein Bauerhaus. Ja, und die muss man kaufen, glaube ich. Ja, ein leeres Bauerhaus. Kann man eigene Geschäfte aufmachen oder einfach Wohnhaus machen. So, Freunde, ich gehe dann weiter. Hey, die Stadt ist echt geil, nur wenn die Leute nicht so wären, so, nicht so, nicht nett. Es gibt hier nette Leute, also ich habe mich vorgestern hier ziemlich gut unterhalten können. Denn, Freunde, ich habe mich wirklich eine Unterhaltung geführt. Wegen dieser, ja, was ist das für eine Stadt überhaupt? Die haben gesagt, ja, die spielen hier einfach ein RP-Game. Und ich habe mich dann gefragt, also ich habe ihn dann gefragt, ja, kann hier auch gekämpft werden? Du kannst, muss aber nicht. Und dann habe ich gefragt, ja, wer lebt hier und so? Die haben dann gesagt, ja, von den Zwergen bis hin zu. Was ist das denn? Ey, ich kann das irgendwie nicht lesen, Freunde. Es tut mir leid, aber ich kann das nicht lesen. Wer das lesen kann, sag mir mal, was das ist. Wartet, ich stell mich nochmal so hin, dass man das lesen kann. Also Beflugel. Ah, egal, wir gucken einfach rein. Sag mir bitte, was das war, also was da geschrieben ist. Ich sag doch, die sind voll auf diesem Mittelalter-Zeug. Sogar die Schrift haben die da mittelaltermäßig. Ich glaube, das ist so wie ja, Rotlichtmenü heutzutage bei uns, und hier ist halt, oder einfach in Schlafmöglichkeiten, ne? So, und zu, sonst schreien die uns nochmal an. Davon habe ich keine Lust, ey. So, weiter geht's. Aber an sich, wie gesagt, die Stadt ist ziemlich geil.
Wie die Lieder sind echt super. Oh, ist das? Ist das? Wartet, es kommt. Es kommt. Komm jetzt, ich will das lesen. Komm. So. Es gibt halt nette Leute hier, aber es gibt auch solche wie gestern und heute jetzt. Ja, du darfst da nicht rein. Ich nehme nie Sachen, wenn es mir nicht gehört. Aber es gibt Leute, die halt zum Beispiel, derjenige, der mir geschrieben hat, ja, du musst dich mal umziehen, weil hier ziemlich großer Wert dran gelegt wird, dass man hier so richtig mittelaltermäßig abgeht. Und die reden auch so, also irgendwie total, du kannst es lesen. Ja, du verstehst auch, aber zum Beispiel, ich habe dann geschrieben, ja, ich bin nur hier zu Besuch und mir wurde geschrieben, ja, schreib in so einer anderen Weise. Ja, und ich so, ja, wie denn? Ja, geh mal lesen. Da stand ja, reden wie im Mittelalter, ja, mein Herr und so weiter und so fort und bla bla bla. Ich so, what the F? Ja, also spielen alles, spielen ja, also das ist ein Game, ja. Und aber doch nicht so, dass man mit den ganzen, ja, das ganze Spiel so umdreht, dass wir. Ob das eine Wahrheit wäre oder so, weiß ich nicht. Also Neuläufer, Mann. Badehaus. Am. Und das kann ich nicht lesen. Wer das lesen kann, also das habe ich gelesen jetzt. Badehaus. Aber am was? Freunde, ich muss dann an euch wenden. Also ich kenne mich echt mit diesem Altschrift. Meine Oma hätte das lesen können. Was? Ah, auch egal. Ich hab den Badehaus gelesen. So, mal gucken. Ja, so ein richtiger Badehaus. Guck mal das an. Ist ja geil. Kann man sie dann auch holen? Also hier. Oh. Hey. Das habt ihr nicht gelesen. Nicht nur holen, auch noch Spaß haben, wa? Aber ziemlich geil, Freunde. So richtig Mittelalter. Und so, ich glaube, wer diese Map gemacht hat. Ich guck ja nur. Ich will nur gucken, was das so ein, was diese Map. So, damit er mich in Ruhe lässt. So, vielleicht werde ich Mitglied werden. Nie im Leben. Ehrlich. Also, wenn so zu mir sein wird, ja, du darfst da nicht hin, du darfst hier nicht hin. Nie im Leben. Also, da wäre die zwei anderen Maps ehrlich lieber. Die hatten nie so, ja, mich angeschnauzt. Dann war es irgendwie auch egal, dass ich da rumgelaufen bin. Ich habe nur einmal, die hat mich angeschrieben, ich habe ja gesagt, ja, ich gucke mich nur um, ja, wollte mich umgucken, wie die Stadt so ist. Und die hat mir gesagt, okay, hier, bitteschön, lauf rum. Also, okay, danke.
Und das war's. Ja, aber hier. Hier wird ja jeder Schritt von dir. Da wird keine Freiheit dir gegeben, weil jeder Schritt wird überwacht. Jedes Mal, wenn du was Falsches machst, wirst angeschrieben. Ich kann mich alle mal, ich ziehe mich jetzt um und fertig. Ich werde dann aus der Zukunft sein. Hey. Dann sehen wir. Ich habe mich schon eher so breitschlagen lassen, so einen dämlichen Lordanzug anzukaufen. Beziehungsweise sich zu besorgen und anzuziehen. Ich werde nicht in so einem dämlichen Anzug da rumlaufen, Freunde. So, ist wirklich dämlich. So, jetzt bin ich sauer. Ehrlich, ich will doch nur meinen Zuschauern mal zeigen, wie die Map so ist, ja? Erstens. Und vielleicht wird einer sagen, ja, wir wollen Mitglied werden bei diesen Verrückten. Das muss man wirklich nur live sein, Freunde. Also, wenn man nicht nur spielt, sondern so spielt, dass man, ja, halt wie es wirklich so war, man spricht. Oh, wenn ich mir das vorstelle, ey. So, nachdem dieser Mann oder wer hier der Chef ist, ja, aus dem Spiel rauskommt und sagt, ja, mein lieber Herr, zu dem Mann oder zu der Frau, oder mein lieber Fräulein, ich brauche was zum Futtern. Und zwar so, das wie im Mittelalter. Das stelle ich mir voll vor, ey. Wenn die schon so weit gehen, dass im Spiel also so gesprochen wird, stelle ich mir voll vor, wie die im Real genauso machen. Weil das ist ziemlich schwer dann zu unterscheiden, wenn du so ein paar Stunden hier sitzt, ja, Freunde. Überlegt euch mal, wenn ihr ein paar Stunden hier sitzt, ja, und ja, paar Stunden so redet, dann redest du auch irgendwann mal im Live so, ja, und schreibst auch so. Das weiß ich von zum Beispiel World of Tanks. Ja, ich habe zum Beispiel, ich gucke ja Let's Play selbst bei World of Tanks ein, und da gibt's paar Begriffe, die verwende ich selber jetzt. Ja, weil ich das angeguckt habe, weil ich diese Begriffe im Kopf habe. War ich hier oder war ich nicht? Ich will bloß gucken, ob ich hier war. Und das, also so zu gestalten, Freunde. Ich sag nicht, diese Map ist schlecht. Auf keinen Fall, Freunde. Diese Map ist geil. Ja, aber man muss Grenzen setzen. Ja, und wenn ihr schon die Map freigibt, ja. Derjenige, der nicht will, dass ich reingehe, soll die Türen abschließen. Man kann das und da kommt man nicht rein. Freunde, wenn die Türen abgeschlossen sind, kommt man hier nicht rein. Ja, und wenn die Türen nicht abgeschlossen ist, dann will jemand, dass jemand reinkommt. Ja, also dann hat er nichts dagegen sozusagen. Ja, der soll mich nicht so voll quatschen von wegen, du brichst doch nicht in eine anderen Wohnung ein. Das kann ich nicht verstehen. Also, derjenige, der das nicht will, schließt die Häuser ab. Das macht mich ein bisschen wütend, also echt, Freunde. So von der Seite mich anzuquatschen, von wegen, ich klaue hier was, also du kennst mich doch nicht. Ich warte immer noch, um zu gucken, was das ist. Sollen wir einfach reinschauen. Also, hier waren wir schon, Freunde. Das ist der Badehaus. Okay. Ey, von der ganzen, ja, Wut, was ich mir eingestaut hat in mir, laufe ich im Kreis. Sorry, Freunde, also normalerweise
bin ich friedlich. Ja, also ich nehme jetzt Raketenwerfer und fange an hier rumzuballern. Mal sehen, wie gut ihr dann in Vergangenheit bleibt, wenn ich mit einem Raketenwerfer, wo noch nicht im Mittelalter ist, in der Hand rumlaufe. Wenn ihr schon wegen die Brille da so einen Aufstand macht, ey. Ich will nur meinen Zuschauern mal zeigen und was das für eine Stadt ist, aber ihr zeigt das selbst, dass ihr hier unfreundlich seid und was weiß ich, was nicht alles, ey. Ich habe hier auch Krankenhaus irgendwo gesehen, Freunde. Den will ich euch noch zeigen. Und dann machen wir so, dass ich einfach fliege. Ja, also. Ich will dann ein bisschen fliegen. Ich glaube, das wäre dann der Krankenhaus. Das hier, glaube ich. Ich gehe mal nochmal. Was ist das für Sachen? Also, nur ein paar Büsche. Ein paar Bäumchen. Das wäre dann der Krankenhaus, glaube ich. Ah ne, das ist Taverne. Cool. Sollen wir mal reingehen? Das ist eine Taverne. Echt cool. Oh, ich brauche ein Bier. Hallo? Ich brauche ein Bier. Guck mal, hier gibt's unterschiedliche Sorten sogar, ne? Freunde, es tut mir leid. Ich, zur Erinnerung, irgendwie tun die Sachen bei mir ziemlich lange. Dauert's, bis diese Sachen voll aufladen, aber irgendwie nachdem ich abgedatet habe, passiert's mir öfter. Guck mal das an. Voll die geile Atmosphäre hier. Ja, sieht schön aus. War richtig schön. So, sollen wir jetzt fliegen, Freunde? Ich glaube schon. So, fliegen erlaubt. Superman! Guck mal das an. Da hinten. Kirche. Da gehen wir hin. Boah, geil. Freunde, tut das an. Hier. Voll cool. Ist Kirche. Geil. Sieht echt cool aus. Also, Freunde, da bin ich hin und weg, auch wenn die Bewohner nicht gerade nett sind. Mein Vater, ich habe gesündet. Oh, cool. Ich kann nun ja heiraten, Freunde. Guckt euch das an. Also wenn man heiratet oder Kind bekommt, also hier ist der Priester, hier ist der Papi, hier ist der Mami und die halten dann ein Kind und der macht dann, ja. Wie heißt das überhaupt? Ja, verdammt, ich habe doch Autos gehabt. Oh, mit meinem Kleinen. Ich vergesse immer wieder dieses Wort.
Patentanten, Patenonkels, ich habe dieses Wort vergessen. Vergessen wir die Sache gleich. wenn ich dann an den Wort mich erinnern kann, sage ich euch Bescheid. Ich weiß, wie das auf Russisch heißt, aber auf Deutsch habe ich das Wort vergessen. Freunde, es tut mir leid. So, laufen wir einfach weiter. Vergessen wir die Sache gleich mit dem, was ich vergessen habe. Cool. War ich da? War ich hier? Oder nicht? Nein, war ich nicht. Und das ist, glaube ich, der Krankenhaus, von dem ich gesprochen habe. Jetzt gucken wir. Ja, da wird so ein Zeichen sein mit dieser Schlange und die um dem Schwert, glaube ich, sich so wickelt. Ja, genau. Das habe ich gemeint. Das ist der Krankenhaus, Freunde. Ich bin verletzt, ich brauche Hilfe. Ja, hier ist der Krankenhaus. Hier werde ich behandelt, Freunde. Missbraucht. oh je, yeah, Freunde. Aber es sieht echt cool aus. So. So. Und hier neben ist, das ist so Glas. Gleich zeige ich euch mal, was ich meine. Hier werden so Flaschen, glaube ich, ja, gesäubert und so. Und desinfiziert, destilliert, ja. Hier wird dann, glaube ich, die Infektion durchgenommen. Oder vielleicht auch Medikamenten, ich weiß nicht. Also Medikamente hergestellt. Aber weiß von euch, was Destillerei ist? Schreibt in den Comments. Ich lerne gerne dazu. Ey. Ein Fischtel. Drei Dukaten. Hier gibt's auch andere Währung, Freunde. Hier ist der, glaube ich, Fischer. Ja, hier wohnt der Fischer. Machen wir zu. Zu machen. So. Das ist, glaube ich, der letzte Haus. Dr. Haus. Was bist du? Was? Badehaus? Schon wieder? Schon wieder im Kreis? Oder habe ich jetzt alles? Badehaus. Ja, wieder im Kreis gelaufen. Oder zumindest wieder zum Badenhaus gekommen. Wir fliegen nochmal die Stadt mal um. Also da ist die Kirche. Hier, was kann... wo komme ich? Hier. Also hier ist der Nachbarstadt oder was? Weil hier ist nicht mehr, also für mich sieht es nicht mehr nach Mittelalter aus. Weil es gibt Möglichkeit zum Beispiel auch in den Himmel eine Stadt zu bauen. Du
kaufst dir einen Platz im Himmel und baust da eine Statue. Wartet mal, ich warte, bis das hier ja sich zeigt. Und was ist das? Wenn das interessiert mich jetzt. Gehört das immer noch zu der Mittelalter? Hilfe, ich kann nicht mehr fliegen. Autsch. Gehört auch das zu der Stadt, Freunde? Das würde mir jetzt interessieren. Anscheinend, also das sieht immer noch aus wie Mittelalter, aber irgendwie Waffenlager oder was? Ich glaube, das ist so ein Reichenviertel von der Stadt. Wo die ganzen Reichen hier leben. Na, hier so König. Der König. Ja, wieder mal klar. Die Armen, die leben in so einem armen Viertel. Die Reichen, auch im Mittelalter war es so, dass die Armen in so armen Häuser gelebt haben. Und hier so mehr oder weniger so reiche Viertel. Das Viertel für die Reichen halt, ja. Was haben wir hier? Gleich zum Lesen. Amtsstube der Landburg des. Amtsstube. Ja. Hallo. Nichts Interessantes. Hier muss man sich einschreiben. Hilfe, ich brech doch nicht ein, ich guck nur, was da so drin wäre. Meine Güte, ey. Da ist auch so ein klassischer reicher Haus. Und ja, Freunde, ich glaube, hier geht's dann raus. Von der anderen Seite aus der Stadt. Und wir fliegen mal los. Guck mal, hier so kaputt. Ja, weiter geht's nicht. Also hier wäre dann das Ende. Hier ist, guck mal, das große Schiff an. Ja, Freunde, dann wäre hier, das wäre dann der reiche Teil von der Stadt. Und ja, dann hätten wir alles. Dann habe ich euch alles gezeigt. Ich glaube, das ist das Schloss von dem Ganzen. Ja, gehen wir mal dahin. Ah, Hilfe. Ich will doch nicht schwimmen. Wäre das der Schloss? Ich kann euch nur äußerlich zeigen, sonst werde ich wieder eingeschrieben. Das habe ich davon keine Lust, Freunde. Immer wieder denen mal zu sagen, dass ich nur mal am gucken bin. Die Häuser, wie die halt innen ausschauen. Ja, das wäre dann der Schloss, dann wären wir schon. So, Freunde, ich hoffe, diese kleine Stadt hat euch gefallen, diese Folge hat euch gefallen, auch wenn ich ein bisschen enttäuscht bin von den Anwohnern hier.
Zumindest nicht von allen. Aber von diesem, der mir die ganze Folge versaut hat. Wir werden dann nochmal in der nächsten Folge in der Stadt kommen, aber diesmal gehen wir in den Nachbarn. Städten, also in den nächsten Folgen. Und wenn ihr Lust dabei habt, begleitet mich dann zu den Nachbarstädten dann. Und für diese Folge verabschiede ich mich von euch. Habt einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.